Wer war denn letztes Jahr dabei, als wir... Eine große Pause der ganz besonderen Art erlebten die Schülerinnen und Schüler der Grundschule in Neukirchen am Montag. Sebastian Stieler, Stadtrat und Oberbürgermeisterkandidat von Burna, schenkte dem Förderverein der Schule und den Kindern einen Feldahorn. Wir haben im Stadtrat über 6 Jahre lang gekämpft, dass die Grundschule Neukirchen erhalten bleibt. Jetzt kämpfen wir noch darum, dass sie saniert wird. Und ich finde es wichtig, auch jedes Jahr mit einem Baum daran zu erinnern, dass die Schule wichtig für die Ortschaft ist und dass wir sie unbedingt erhalten wollen und saniert haben wollen. Die Kinder freuten sich über den Baum des Jahres 2015 und waren mit Eifer bei der Pflanzung dabei. Für Michel Zurbrück, Vorsitzender des Fördervereins der Grundschule Neukirchen, hat diese Aktion eine ganz besondere Bedeutung. Also ein Baum symbolisiert ja immer Zukunft, dass man an die Zukunft glaubt. Und nach diesem letzten Stadtratsbeschluss, der den Erhalt der Schule bestätigt hat, glauben wir hier an die Zukunft. Also dass es hier immer genügend Kinder geben wird. Und deshalb ist so ein Baum eine schöne Geste, um einfach auszudrücken, dass die Schule eine Zukunft haben wird. In den nächsten Jahren können die Kinder hier ihre Grundschulzeit verbringen, ohne Angst vor einer Schließung zu haben. Ich wünsche mir, dass immer genügend Kinder da sind, dass wir motivierte Lehrer haben, dass die Eltern mitziehen, dass einige Mängel hier an der Schule, die noch vorhanden sind, beseitigt werden. Ja, und auf eine gute Zukunft. Diesen Wünschen kann man sich nur anschließen.